Und heute sind wir am Grasnitzberg bei der Bolz Burschenschank. Jede gute Produktion, die gute Musik hat, hat ein gutes Orchester und hat natürlich auch oder sollte auch einen guten Dirigenten haben. Wir haben mit Erich Bolz einen gefunden, der eine Ausnahmeerscheinung ist in diesem Beruf. Er ist nämlich nicht nur Dirigent, er hat auch einen sogenannten anständigen Beruf, wenn ich das so sagen darf. Aber diese Mäntelchen, die mag er überhaupt nicht. Also er will überhaupt keine Mäntelchen haben. Warum ist das eigentlich so? Und ich sehe schon, da kommt der Meister selbst. Meister bringt selbst eine... Ja. Ich glaube, jetzt wisst ihr oder wissen Sie schon, was er nämlich für einen anständigen Beruf hat. Servus, Erich. Schön, dass wir da sein dürfen bei dir. Das ist jetzt... Ich habe schon gesagt, du magst eines nicht, nämlich diese Geschichte, der dirigierende Winzer oder der winzende Dirigent. Das ist ganz toll. Es sind zwei unterschiedliche Leben, die rutschen. Wir sind zwei unterschiedliche Leben. Schön, dass wir alle da sind. Es sind nicht zwei unterschiedliche Leben. Im Endeffekt treffen sie sich ja in der letzten Konsequenz irgendwo in der Mitte. Es geht immer darum, Leute zu berühren. Als Künstler wirst du Leute berühren, auf der Bühne. Du wirst auch als Winzer leiten, dieses Lebensgefühl, diese Qualität, aber auch diese Leichtigkeit irgendwie transportieren. Und ich glaube, da trifft sie das Ganze. Und insofern sind zwei Herzen in meiner Brust, die ich Gott sei Dank ausleben darf. Was war zuerst, der Winzer oder der Dirigent? Ja, das ist wie die Henne und das Ei. Mittlerweile kann man das nicht mehr unterscheiden. Und die Kraft, aber du ziehst auch die Kraft von einem aus dem anderen heraus, ne? Ich glaube, wir ziehen die Kraft aus dem Leben. Und was mich berührt jedes Mal, ist, wenn man in dieser Einheit von Orchester, Sänger, Ensemble und Publikum dann spürt, dass diese gemeinsame Arbeit was Verbindendes hat. Mhm. Und dann bin ich beglückt. Ein ganz wichtiger Satz. Leher gilt für viele als einer der genialsten Operettenkomponisten. Die lustige Witwe gehört auch zu den meistgespielten Werken der Operettenliteratur. Berechtigt? Absolut berechtigt. War das eine Frage? Oder? Ja, nein. Wie du es fühlst. Also ich hätte es sagen berechtigt. Dann hätte ich nur sagen können, Alfons, ja, das stimmt. Das kann man begründen mit, glaube ich, sehr, sehr vielen Fakten, dass das kompositorisch toll ist, dass das einfach ein Handwerk ist, dass es immer dass es Libretti sind, die Archetypen von Menschen und Grundprobleme der Menschen beschreiben, die es immer wieder immer geben wird. Das sind alles Gründe dafür. Aber wichtig ist, dass solche singulären Meisterwerke, und Lea war einer der wenigen, der halt öfter singuläre Meisterwerke zusammengebracht hat, dass die gespielt werden und dann aber auch in dieser Direktheit produziert werden, dass sie auch wirklich wieder von Relevanz sind und keine Wiederholung. Weil alle relevanten Sachen, und das ganz kurz brauche ich noch, alle relevanten Sachen, Musik, Wein, Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Plattitüden wiederholen, ja hallo, und ganz ehrlich, auch wenn es ganz intim wird, Wiederholungen nutzen sie irgendwann einmal ab. Also es muss immer wieder von Leben erfüllt werden, und die Grundlage hat uns Leha und das Libretto geboten. Aber wir müssen es wieder zum Leben erwecken. Dritten Beruf haben wir gefunden als Philosoph. Wie lange werden wir noch singen dürfen auf der Bühne? Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Wann werden wir gezwungen, dass wir singen? Das Studium der Frauen ist schwer, da wird das nie passieren. Gezwungen werden, glaube ich nicht. Ich glaube, entweder entwickelt sie ein gewisses Grundmovens. Also ich sage, bei den ganzen Libretti, bei den ganzen Zwischentexten muss man sich überlegen oder kann man sich überlegen, inwieweit man dieses Wort Weiber wirklich zur Inflation bringt, weil das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Bei den komponierten Texten, die wir haben, bin ich da immer ein bisschen ambivalent eingestellt, weil ich sage, das muss man halt immer auch im historischen Kontext sehen. Man muss auch beim Das Studium der Weiber ist schwer, die zweite Strophe auch mitdenken, wo sie die Männer auch ordentlich aufs Korn nehmen und sagen, wir Idioten. Und dieses Weiber ist ja nichts, was jetzt bei Leha despektierlich ist. Das war ja ein Unverständnis. Die Männer waren einfach zu blöd, das zu durchblicken. Und haben gesagt, wir verstehen diese Menschen nicht. Und wir kommen nicht dahinter, weil es einfach viel zu gescheit waren. Und es war aber nicht die Weiber, die da unten sind, nein, sondern die Weiber da oben. Ja. Dass irgendwie
ein Ausdruck von, wir verstehen die Bagage nicht. Aber sich selbst eigentlich auch wieder in der zweiten Strophe zu sagen, wir sind eigentlich die viel größeren, nein, wir sind die viel größeren Trotteln. Wir hauen uns die Schwipsen rein, wir machen Seitensprünge und wir, eigentlich darf man sich auch nicht wundern, wenn sich die Damen dann irgendwie... Der Mann schreit eigentlich nach einer eigenen Fernsehsendung. Ja, jetzt haben wir viel darüber geredet. Was sagt man einem Dirigenten vor der Premiere? Toi, 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 Hals und Beinbruch, Hals und Batonbruch, oder gibt es irgendwas bei? Batonbruch, nein. Nein. Toi, 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 reicht es schon grundsätzlich. Wir freuen uns sehr. Also. Der Mann, dem nicht nur die Trauben und die Weine vertrauen, sondern nicht nur seine weiblichen, sondern auch seine männlichen Zuschauer. Ja, ehrlich Bolt. Thank you.